Leute, ich bin's Marie und heute gibt's eine neue Folge wieder und wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein neues Haus gekauft und zwar dieses Haus, was ich davor schon haben wollte und das habe ich mir jetzt doch gekauft und das andere wieder verkauft. Es ist irgendwie auch viel schöner und hier ist ein Holzboden drin und der Tannenbaum ist nicht so eingequetscht, aber es ist auf alle Fälle mega, mega cool. Hier kann ich auch noch unter die Treppe gehen und da was reinpacken. Und hier kann man auch noch hochgehen. Und hier habe ich jetzt ganz viele Räume. Ich habe hier drei Schlafzimmer. Das ist mega cool. Hier ist auch ein Waschraum. Und ich habe hier eine Rutsche. Ich habe eine Rutsche, Leute. Yay. Mega cool. Ich habe hier sogar ein eigenes Bad, ein Ankleidezimmer. Und Leute, schaut mal hier. Das hier ist meine Rutsche. Ist die nicht cool? Ab in den Pool. Yay. Und ja, Leute, es ist auch schon 8 Uhr abends. Also ich gehe jetzt auch gleich mal ins Bett und dann fange ich morgen wieder an zu arbeiten. Ach ja, übrigens Leute, ich habe den Job als Detektiv noch nicht bekommen. Den bekomme ich erst nach Weihnachten irgendwann mal. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten und dann kann ich erst als Detektiv arbeiten. Aber ist nicht schlimm, weil so lange kann ich dann eh als Eiscreme-Verkäufer arbeiten. Und ich speichere jetzt hier gleich mal ab. Ich mache hier Fenster zu und dann schlafe ich jetzt mal. Gute Nacht. Oh. Ah. Mm. Guten Morgen, Leute. Oh, es ist schon 5 Uhr. Ich stehe immer so um 5 Uhr auf, Leute. Ich brauche nämlich öfters mal länger. Aber ja, ich gehe jetzt hier erstmal eine Morgendusche. So, das reicht jetzt aber auch. Und ich brauche jetzt hier einmal hier die Bürste. Einmal schnell meine Haare kämmen. Ich bin heute sehr gespannt, ob heute viele Leute da sind oder ob es ein langweiliger Tag wird. Aber naja, wir werden es hier sehen. Und ich muss mich langsam mal beeilen. Ich habe noch nichts zum Essen gemacht. Und ich habe echt Hunger. So. Ich esse heute hier einfach so ein Butterbrot. Weil ich muss dann jetzt auch gleich schon los in die Arbeit. Dann fahre ich jetzt gleich mal ab zur Arbeit. Okay, Leute, ich bin schon hier im Eiscreme-Laden. So, ich stelle mich hier gleich mal hin. Ich muss hier auch noch so ein paar Computersachen machen. Wenn nicht so viele Leute da sind, kann ich das machen. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen in unserem Eiscreme-Shop. Hallo, ich hätte gerne, warte, ich muss noch kurz schauen. Mintchip, bitte. Mintchip, bitte, okay, eine Sekunde. Hier, bitteschön. Das macht dann 1,10 Euro, bitte. Hier, bitteschön. Dankeschön, einen schönen Tag Ihnen noch. Hallo, gibt's bei Ihnen auch, Wasser? Ja, klar, warten Sie eine Sekunde. Ich hole Ihnen schnell Wasser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es ist. Ich bin neu hier, also warten Sie kurz. Entschuldigung, es kann etwas länger dauern. Kein Problem. Ich bin auch neu hier übrigens. Echt? Das ist ja mega cool. Haben Sie hier schon Freunde gefunden? Nein, leider nicht. Ja, ich habe auch noch keine gefunden, aber es ist ja echt eine schöne Stadt hier, oder? Was meinen Sie? Ja, finde ich auch. Okay, einen schönen Tag Ihnen noch. Danke, tschüss. Tschüss. Oh, cool, die ist auch neu hier, Leute. Das ist ja mega cool. Vielleicht kann ich mich ja mit ihr befreunden. Sie hat hier anscheinend auch noch niemanden gefunden als Freunde. Ja, ich werde da gleich mal gucken, aber ich habe jetzt erstmal Pause. Ich glaube, ich gehe hier zu Brooks Dinner, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt. Hey, Leute, ich kenne mich ja noch nicht aus, das wisst ihr ja. Okay. Hey, hallo, ich hätte gerne einen Donut, bitte. Dankeschön. Tschüss. Jetzt habe ich hier erstmal einen leckeren Donut. Den kann ich mir jetzt erstmal genießen. So, Leute, ich habe jetzt ich habe jetzt Feierabend. Ich habe immer nicht so lange Arbeit, weil ich ja noch nicht so lange hier bin. Und das finde ich mega cool. Aber ich gucke jetzt erstmal. Hier ist anscheinend jemand eingezogen. Und ich gehe die einfach mal besuchen, würde ich sagen. Vielleicht ist sie jetzt zu Hause. Hallo? Klopf, klopf. Oh, Mila ist das. Oh, hallo.
Hallo, ich bin ja hier neu hier und ich dachte, ich guck mal kurz, wer meine Nachbarn sind. Das ist ja lustig, dass du meine Nachbarin bist, oder? Ich darf die doch duzen, oder? Ja, klar. Oh, echt? Wohnst du da drüben? Ja, das ist mein Haus. Cool. Willst du mal kurz mitkommen? Ja, gerne. Also, das hier ist mein Haus. Wow. Hey, danke schön. Dein Haus ist auch echt schön. Setz dich doch hin. Ich mache was zum Essen oder zum Trinken. Oh, danke. Willst du ein Eis vielleicht? Ja, gerne. Okay, dann. Hier ist noch mal ein Eis für dich. Dankeschön. du hattest ja gesagt, dass du auch noch nicht so lange da bist, oder? Ja, genau. Was machst du denn an Weihnachten so? Bist du auch alleine? Ja, ich habe hier leider außer dich noch niemanden gefunden. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ich feiere auch Weihnachten alleine und vielleicht wollen wir zusammen Weihnachten feiern. Ja, warum nicht? Dann werden wir wenigstens nicht alleine. Ja, cool, dass das so leicht geht. Ich müsste dann noch ein paar Sachen besorgen, also ein paar Geschenke. Cool, dann muss ich nicht alleine Weihnachten feiern. Yay! Yay! Okay, dann besorge ich noch mal ein paar Weihnachtsgeschenke für dich. Ja, tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, Leute. Yay, ich muss nicht Weihnachten alleine feiern. Mega cool. Und jetzt muss ich noch ganz, ganz schnell shoppen gehen, weil ich habe noch keine Sachen. Hey. Logischerweise, weil ich dachte, ich feiere ja alleine Weihnachten. Aber ich habe auch schon so eine grobe Idee, was ich ihr vielleicht schenken könnte. Was so jedem gefällt, hoffentlich. Ich könnte ihr vielleicht einen Gutschein schenken zum Haarefärben. Hier gibt es ja... Hier, Hair and Nails. Hey, hallo, guten Tag. Ich würde gerne einer Freundin von mir einen Gutschein zum Haarefärben schenken. Geht das? Mhm. Ja, okay, klar. Ist hier das Geld. Dankeschön. Danke für den Gutschein. Tschüss. Das hat geklappt. Easy peasy. Das wird, glaube ich, richtig schön an Weihnachten. Und einen Gutschein habe ich ja schon für sie. Ich weiß nicht, was ich ihr sonst noch schenken kann. Aber ich gehe jetzt hier erstmal zu Rockstar. Da gibt es ja Klamotten und sowas, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Klamottengröße sie hat, aber ich kann ja hier einfach mal rumgucken. Also hier sind Jungs, hier sind Mädchensachen. Oh Leute, guck mal, hier gibt es ein richtig spannendes Buch. Das könnte ihr rein theoretisch schenken. Ich weiß nicht, ob sie gerne Bücher liest, aber ich glaube, das kaufe ich. Okay Leute, ich weiß nicht, ob das reicht, aber ich habe jetzt für sie einen Gutschein hier zum Haare färben. Und ein Buch und ich hoffe, ihr gefällt das. Sonst weiß ich gerade nicht, was ich ihr sonst noch alles schenken kann, aber ich hätte das reicht auch, weil, ja. So, ja, ich muss nämlich jetzt erstmal ein bisschen aufräumen und sowas für morgen. Es wird bestimmt super cool morgen. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und ich muss jetzt erstmal die Geschenke hier alle einpacken. Aber das mache ich dann später, Leute. Und wir sehen uns dann an sich morgen wieder an Heiligabend. Ich freue mich schon, Leute. Tschüss!